Musik ist für mich immer ein Ausdruck von Bewegung. Und natürlich auch Ausdruck davon, was mich bewegt. Ich möchte eine Wucht und Leichtigkeit in der Musik gleichzeitig darstellen. Diese Zerbrechlichkeit und Kraft ist für mich kein Widerspruch. Angefangen hat es damit, dass die Semperoper Dresden mich fragte, ob ich für eine Produktion die Musik schreiben würde. Das war ein modernes Ballett. Und daraufhin wurden Artisten des Cirque du Soleil aufmerksam und fragten mich, ob ich für ihre Choreografien Musik schreiben würde. Und nun ist es so, dass auch einige Stücke in einem Kinofilm verwendet werden. Also für mich ist es sehr inspirierend, mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten, wie dem European Guitar Quartet, Jura Veitmann oder Filmkomponisten wie Richard Horowitz. Für mich war das eine besondere Erfahrung, so eine ganze Produktion mal alleine einzuspielen und alle Instrumente selber aufzunehmen, mit dem Produzenten zusammen natürlich und ein paar Gastmusikern, aber eigentlich im Alleingang. Stücke auf Le Cirque sind ein bisschen wie Hörspiele oder Reisen. Hierbei haben mich die Kulturen und Begegnungen inspiriert, die ich auf meinen Reisen machen durfte. Also es gibt eine Menge an Entdeckungen zu machen.